Am Sony Xperia One gibt es nichts, wo mehr richtig vorgibt wie die eine App, die du hast. Das ist die Cinema Pro App, die wird mitgeliefert und die ist für Videografen, die professionell filmen. Mega spannend, vor allem, weil du kannst alles manuell einstellen. Trotzdem, sie ist ein bisschen seltsam. Weil ja, du die ISO kannst von, irgendwie von 40 bis 800 rauf, das ist ja noch okay. Und dann hast du die ultra seltsamen Shutter Speeds, die ich nicht ganz genau weiss. Hingegen aber wieder hast du den Fokus, den kannst du manuell einstellen. Und der ist genau dort, wo du ihn haben musst auf dem Telefon. Irgendjemand, der Ahnung hat, hat sich das überlegt. Und zwar ist er genau da, wo du mit dem Finger bist. Und das funktioniert super. Das ist grossartig. Auch etwas, was ich vermisse, ist das Focus Peaking. Für die, die wissen, was Focus Peaking ist, das ist, wenn du quasi scharf stellst auf einer Sony A7S II oder so, dann siehst du auf dem Display, was scharf ist. Also wenn meine Nase scharf ist, hättest du einfach rote Pixel um meine Nase herum. Oder wenn meine Augen scharf sind, hättest du es dort. Hast du auf dem nicht, da ist das so ein bisschen Ratenspiel, das ist fast ein bisschen oldschool, man muss ein bisschen rumpröbeln und ein bisschen selber, ja, und dann ist der Bildschirm vielleicht doch fast ein klein. Und es ist richtig lässig, um mit dieser App zu arbeiten. Vor allem auch, sie verleitet dich so ein bisschen zum Spielen. Also ich habe viel mehr einfach ausprobiert, was passiert, wenn ich das mache. Und nicht einfach nur zwei, drei Presets drüber tun, einen Filter drüber geschmissen und gefunden, ja, Klick, fertig, Problem gelöst. Oder so irgendetwas. Was natürlich auch cool ist, es ist wasserdicht. Du kannst damit hingehen, 4K-Aufnahmen machen und einfach ins Wasser reinheben. Das ist super. Ohne dass du versinkst, weil wenn du den A7S II ins Wasser reinhebst, machst du genau einmal. Wenn ich mit so etwas arbeite, würde ich mit einem externen Mikrofon arbeiten. Mein Onboard-Mic ist easy. Aber, ganz ehrlich, ich verlange ein externes Mikrofon. Es ist so, entweder hat es einen Kopfhörer-Jack oder ihr macht einen Dongle, wo ich ein externes Mikrofon von der Rode oder so anschliessen kann. Oder ihr macht ein eigenes Mikrofon, das ich hier einstecke, kein USB-C-Port. Eine von diesen drei Optionen wäre, jede von denen wäre okay. Aber aktuell haben wir keine. Also, jetzt wisst ihr, was wir zu tun haben. Und ein bisschen Software-Updates. Weil, was mich auch ein bisschen ärgert, ist, du hast die normale Kamera-App. Und in der normalen Kamera-App kannst du auch Videos aufnehmen, kein Problem. Aber du kannst nicht im Pro-Modus überwechseln. Das geht einfach nicht. Oder es wäre eigentlich cool, wenn es da noch einen Button hat. Du kannst draufdrücken und dann wärst du in deine alte App rein. Das wäre mega easy gut. Nein. Trotzdem, höchst faszinierend, ich habe schon lange nicht mehr so viel mit der Kamera-App rumgespielt. Und es macht einfach Spass. Und es macht auch Spass, sich darüber aufzuregen, ehrlich gesagt. Das muss ich auch sagen. Weil ich rege mich ja nur über Sachen auf, die sich lohnen. Tastaturen zum Beispiel. Systemfehler. Kamera-Apps. Feuerwerk. Feuerwerk, die wichtigen Sachen im Leben. Genau.